Hey meine lieben Freunde und willkommen zurück zu Splatoon und heute mal eine neue schöne Challenge. Ja, die gibt es auch noch, aber wegen den ganzen Waffenvorstellungen konnte ich ja keine Challenge mehr machen und diese Challenge lautet, so wenig färben wie möglich, das heißt wir verlieren, aber das ist auch nicht der Sinn der Sache, ich soll aber trotzdem killen, deswegen habe ich die Gellin genommen, die ich aber nicht kann. Somit wird das, und das ist ein Dynorla, von dem will ich sterben. So wenig einfärben wie möglich ist hier quasi. Team, es tut mir leid. Unter 100 Punkte soll ich so ungefähr kommen. Das ist ja behindert. Diese Dünerroller sind so ein Witz. Allein jetzt schon habe ich 44 Punkte und wenn jemand stirbt, kommt ja auch die Explosion kommt dann ja noch. Oder halt zerplatzt und dann kommt die Farbe automatisch. Deswegen ist es unmöglich, unter 100 Punkte zu färben. Und ich kann mit dieser behinderten Waffe nicht. Und ich sollte ein bisschen mehr mit zu springen. Also das ist unmöglich, unter 100 Punkte zu färben. Dann müsste ich quasi nur rumgammeln. Und das ist langweilig. Deswegen unter 100 Punkte geht nicht. Ich soll halt wenig färben wie möglich. Aber... Ah! Allein zu färben hier und... Verpiss dich! Aber das ist auch so behindert, wenn die hier überall sind. Ah. Guck, ich habe jetzt schon über 100. Das geht gar nicht. Wow, der macht auch nichts. Läuft bei dir. Der denkt sich jetzt schon nach. Kein Bock mehr. Oh, verpiss dich. Ja, was soll ich machen? Jetzt mal ganz ehrlich. Einer gammelt ja auch nur rum und steht da. Macht nichts. Und alle gehen auf mich. Da kann ich ja kaum welche töten. Achso, bitte. Toll. Könnte man auch abwechselnd auf die Wall schmeißen. Lass mich, bin noch hier. Alter! Hilf mir! Ich kann nichts machen. Mein Team ist nicht da. Nicht vorhanden. Jetzt hat dieser eine Penner jetzt einen Disconnect, weil er so dumm rumgestanden ist. Ey, das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Diese Challenge ist unmöglich. Wie kacke. Boah, geh mir nicht auf den Sack dahin. Alter. Hätte ich jetzt noch so gern umgebracht, du Kacksau. Also unter 100 Punkte ist unmöglich. Und ich habe keinen Bock, dann dauernd nur so dumm rumzulaufen und in den gegnerischen Tinte rumzugammeln. Und ja, wenn man auch einen Disconnect hat, der sich absichtlich disconnecten lässt, ja, ist das sowieso unmöglich. Aber unter 300 Punkte zu färben ist möglich. Hat man ja gesehen. Boah, diese Challenge ist richtig krass. Total crazy. So, das nächste Match beginnt auf der Mechelenbrücke, die ich null ab kann. Und ich mache es so, dass mir das Färben zwar egal ist, aber ich will mich schon fortbewegen, also schneller. Weil das ist behindert, wenn ich hier so behindert laufen muss. Deswegen... Ich will halt schnell vorankommen. Sagen wir so. Aber ich färbe halt nicht. Gott, ich muss die Gegner auch erstmal sehen. Lel. Die Heuboje darf ich einsetzen. Das ist erlaubt. Und ich habe sogar einen damit getötet. Nice. Jetzt läuft es wohl besser, glaube ich. Aber ich darf halt nicht allzu viel färben. Fuck you. Fuck you. Bäh. Sollte da wohl nicht hingehen. Ich will auch nicht allzu sehr färben, damit ich auch ein bisschen schwieriger habe.
Du kannst sterben. Okay, das geht da ab. Jeez. Wow, die erste Runde war voll lappenhaft und jetzt töten, was ist sonst, oder wie? Ha! Voll die ganzen Kills abstauben, läuft. Ich glaube, die ganzen Sniper testen, glaube ich, auch ihr Sniper-Skill gerade. Leck mich. Okay, das war richtig dämlich, aber die hat sich auch so komisch bewegt, deswegen kam ich gerade mein Gamepad nicht hinterher. Hm. Ah, knapp 400 Punkte nur, das ist schon ein bisschen schlecht vom Färben, aber das ist ja hier Nebensache. Und ihr wollt mir sagen, dass der Klotzer nicht one-hittet, dann enttäusche ich euch hiermit. Alter, dass die jetzt hier spawn-trappt, diese Behinderte. Bringen sie um. Piss dich. Mach ich das halt. Meine Fresse. Nur muss man ja nicht selber machen. Tschüss! Tschüss! Oder auch nicht! Weißt du? Klar. Ich bin auch irgendwie an nix, ne? Gerade im voll am Gewinnen und jetzt total am Losen, weil ich halt nicht so viel färbe. Lil. Unter 500 Punkte. Nice. Aber ich will wissen, wie viele ich gekillt habe. Ah, schön. Ah, lustig. Ziemlich witzig, ja? Also 12-4, also ich habe gekillt, was geht. Tja. Und ich war sogar nicht die schlechteste im Färben. Tja, also ich kann mich nicht beschweren, ne? Ah, ist das geil. So, und das letzte Match noch für diese Challenge soll nochmal auf Pinakothek stattfinden. In Pink, natürlich. Und, oh Gott. 3 Sniper. Willst du mich eigentlich verarschen? Die färben schon nicht und ich dann auch nicht. Das ist irgendwie lustig. Wir sind reine Kill-Kombi gerade. Was ein Witz. Lili. Hallo? Ja, du brauchst mich jetzt nicht aufdecken. Jeez. Ja, geh halt gleich alle auf 4 zu mir, ne? Oder zu dritt. Läuft bei euch. Da los, ey, was geht denn ab? Das ist ja nichts Neues, dass hier da alle zu dritt auf mich gehen, aber das muss ja nicht sein, ne? Und dass ich jetzt da noch rein runtergefallen bin, geht mir auf den Sack, genau in die Bombe. Hallo, ihr seid Sniper und Snipern stehen ganz oben und killen alle weg. Und nicht, dass du jetzt hier noch von oben stirbst, wow. Wow. Sniper, ihr seid richtig gut, muss ich sagen. Ach, geh mir nicht auf den Sack. Oh mein Gott. Moment. Ich wollte gerade sagen, wir haben Disconnect, sah gerade so aus, aber doch nicht. Wow, die kommt sogar in unsere Base, das ist so schon klar, ne? Das hättest du probieren. Das ist so ein Witz, ne, dass du dann noch dein Schild einsetzt. Behinderte Kuh, ne? Hallo, Sniper. Da ist jemand. Wenn ich einen Sniper hätte, die wäre schon längst dort weg. Aber die sind einfach alle so inkompetent. Hier. Hoffentlich latscht du rein. Wäre geil. Geh mal weg da. Ah. Piss dich. Ach so, und jetzt mir noch den Kill abstauben. Das ist wohl nicht dein Ernst. Ey, ohne Scheiß. Mit 3 behinderten Snipern, die nichts können, da kann ich auch nicht alle killen. Das ist unmöglich. Die sind einfach alle so inkompetent. Hier schmeiße ich dir in dein Face. Die campt da doch wieder irgendwo. Natürlich campen die. Warum dann auch nicht? Haben ja sonst nichts zu tun.
Oh mein Gott. Ich beobachte das letzte Geschehen noch. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Ja, jetzt von der Tinte kommen, ne? Deine Mutti. So, und die schlitze ich auch noch mal auf. Und die schlitze ich auch noch mal auf. Und dich auch noch mal. Ein richtiger Vierer-Kill am Ende. Boom. Geil. Ganzes Team ausgelöscht. So muss das. Alter. Wow. Die Sniper war nicht gut. Muss ich sagen. Nice. Das am Ende war so episch. Das ist so geil. Ah ja. Wie gefällt euch die Challenge? Versucht es doch mal selbst, so wenig wie möglich zu färben. Ich habe mir auch jetzt eine eigene Challenge überlebt, die ich jetzt sofort machen werde. Aber dazu kommen wir dann im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und damit sage ich ciao.